Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Tastenmusik, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal und zu diesem Video. Ich werde mich heute mal etwas allgemeiner mit der Gattung Toccata und dann etwas genauer mit der Toccata in G-Moll, Bach-Verzeichnis 915 von Johann Sebastian Bach, beschäftigen. In der Videobeschreibung finden Sie wie immer ein Inhaltsverzeichnis und auch einen Link zu meinem PayPal-Konto, auf das Sie gerne eine Spende überweisen dürfen, um die Produktion dieser Videos zu unterstützen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür. Bevor wir starten, ganz wichtig, bitte abonnieren Sie diesen Kanal, schalten Sie die kleine Glocke an und auch über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Was ist eigentlich, ganz allgemein gefragt, eine Toccata? Schauen wir doch mal, was einige ausgewählte Quellen zur Toccata mitteilen. Zum Beispiel Martin Heinrich Fuhrmann, Kantor in Berlin, Musiktheoretiker und Vertreter der Norddeutschen Orgelschule. Er schreibt 1706. Der Italiener Frescobaldi hat schwere und künstliche Toccaten auf dem Klavier gesetzt. Künstliche meint kunstvolle. Und unser deutscher Buxtehude hat auch welche gesetzt. Buxtehudes Präludien, die wir heute unter dem Titel Präludium kennen, galten ihm also als Toccaten. Die Gattungsbegriffe Toccata, Präludium, Fantasie und was da alles so zugehört, waren noch nicht so klar differenziert und unterscheidbar, wie wir das heute manchmal gerne hätten. Auch Johann Gottfried Walther, Bachs entfernter Vetter und Weimarer Stadtorganist, ist gleich mit zwei Erklärungen vertreten. In seiner Präzepta der musikalischen Komposition aus dem Jahre 1708 bietet er eine Definition, die uneingeschränkt für sämtliche Toccaten Bachs zutrifft. Er schreibt: Toccata ist so viel als Präludieren, also genau wie Fuhrmann, Präludium gleich Toccata. Kommt her von toccare, italienisch berühren, also berühren der Taste. Ihre sonderliche Art aber ist, dass bald die rechte, bald die linke Hand variiert. Und was der Diskant gehabt, der Bass, wo nicht in eben denselben Noten, doch auf solche Manier nachgehends imitiert, wird auf kein ander Instrument als aufs Klavier gesetzt. Und ganz ähnlich schreibt er in seinem musikalischen Lexikon von 1732. Das ist übrigens das erste veröffentlichte musikalische Lexikon in deutscher Sprache. Vom Verb toccare, anrühren, berühren, ist eine auf die Orgel oder auch Klavizimbel gesetzte lange Pièce, also ein großes, umfangreiches Stück, in welcher entweder beide Hände mit Veränderung abwechseln, sodass bald die rechte, bald aber die linke ihr Laufwerk machet. Oder das Pedal hat lang anhaltende Noten, worüber beide Hände das ihrige verrichten. Die Organisten unter Ihnen, die werden jetzt dieses Zitat von Johann Gottfried Walther möglicherweise auf ein ganz bestimmtes Stück anwenden können, nämlich auf eine der berühmten Toccaten von Johann Sebastian Bach, diejenige in F-Dur, Bach-Werkverzeichnis 540, die genau diese Beschreibung fast passt wie die Faust aufs Auge auf diese große F-Dur-Toccata von Johann Sebastian Bach. Die insgesamt 7 Manualita-Toccaten von Johann Sebastian Bach, also Bachwerkverzeichnis 910 bis 916, stehen spürbar im Schatten der ungleich bekannteren Pedalita-Orgeltoccaten. Erstaunlicherweise findet man beide Beischriften, also Manualita und Pedalita, in einer Vielzahl von Quellen, was darauf hindeuten könnte, dass sich beide Werkgruppen ganz offensichtlich doch an ein und dieselbe Instrumentengattung richten. In diesem Falle wohl eher an Saitenklaviere, also Cembalo oder Clavichord, mit und ohne Pedal, Manualita, Pedalita. Also an die beiden Instrumente, die für die Ausbildung von Organisten bestimmt waren. Zu Bachs Zeiten war es ja den Organisten nahezu unmöglich, Orgel in der Kirche zu üben, da der Aufwand hierfür ein ungleich höherer war als heute. In der Regel brauchte man mehrere Kalkanten, die durch das Bedienen der Bälge die Luftzufuhr des Instrumentes sicherstellten.
Auch der Unterricht, die Organistenlehre, fand in den Räumen des Lehrers an Pedal, Cembalo oder Klavichord statt. Damit soll natürlich keinesfalls ausgeschlossen werden, dass die Manualita-Toccaten und natürlich auch die Pedalita-Toccaten bei Gelegenheit auch auf der Orgel erklungen sind. Ich glaube, dass wir bei barocker Tastenmusik weniger einer Einteilung oder Unterscheidung in Orgelmusik auf der einen Seite und Cembalo-Musik auf der anderen vornehmen sollten, sondern stattdessen eher von Pedaliter-Stücken bzw. Manualiter-Literatur sprechen sollten. Als Vorbilder für seine Toccaten dienten Bach sowohl das norddeutsche Orgelpräludium mit seinen Abschnitten im fantastischen Stil, im Stilus Fantasticus, als auch vor allem die 12 Toccaten aus Georg Muffats Apparatus Musico Organisticus. Dieses Werk des im österreichisch-süddeutschen Raum wirkenden Komponisten gehörte zur Standardliteratur der Organistenausbildung am Beginn des 18. Jahrhunderts und erreichte eine enorm weite Verbreitung in ganz Europa. Bach wird es im Unterricht bei seinem älteren Bruder Johann Christoph mit Sicherheit studiert haben. Und auch Johann Gottfried Walter, der ja schon zitierte Walter, besaß ein Exemplar der Ausgabe von 1690. Alle 7 Manualiter-Toccaten Bachs bestehen aus mehreren, formal sehr unterschiedlichen Abschnitten, zum Beispiel Arioso-Abschnitte, Concerto-Sätze gibt es, großdimensionierte Fugen, lange Fugen und Passagen im Stilus Fantasticus. Sämtliche Toccaten sind nicht im Autograph oder gar einer Druckausgabe überliefert, sondern lediglich in Abschriften, was deren Datierung erheblich erschwert. Unzweifelhaft ist, dass die Manualiter-Toccaten im Zeitraum von 1705 bis 1709 entstanden sein müssen und somit zu den frühesten Kompositionen Bachs für Tasteninstrumente zählen. Die G-Moll-Toccata ist ein wunderbares Beispiel für solch eine mehrteilige, in klare Abschnitte gegliederte Komposition. Zu Beginn und am Ende gibt es jeweils einen sogenannten Passaggio-Abschnitt im Stilus Fantasticus, wie er genauso charakteristisch für Muffat, Buxtehude oder auch Jan Adam Reinken ist. Dann folgt ein erster Arioso-Abschnitt im Dreihalbetakt, der überwiegend homophon, aber mit ornamentierter Oberstimme gestaltet ist. Im Anschluss folgt ein waschechter Concerto-Satz, allerdings noch ohne die später oft auftretende Ritornellform, sondern er besteht aus Sequenzierungen und der Fortspinnung zweier Motive. Geschickt spielt Bach mit dem zweimanualigen Cembalo bzw. der zweimanualigen Orgel und suggeriert das Concertare, also das Wettstreiten zweier Instrumentengruppen mit der Verteilung auf die beiden Manuale. Nach einer geschickten Überleitung folgt ein weiterer Arioso-Abschnitt, der deutliche Parallelen zum ersten Arioso-Abschnitt aufweist. Als krönenden Abschluss komponiert Bach eine hochvirtuose Fuge im Gigan-Rhythmus mit Sprungsequenzen im ersten und wiederholten Drehfiguren im zweiten Teil des Themas. Und nicht nur das, sondern Bach ergänzt das Thema mit 2 Kontrasubjekten. Im weiteren Verlauf tritt das Thema auch in seiner Umkehrung auf und selbstverständlich werden dabei auch die Kontrasubjekte umgekehrt. Beide Formen tauchen wild durcheinander gewürfelt auf, erklingen allerdings nie gleichzeitig, wie beispielsweise in der grandiosen B-Moll-Fuge aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Wie so etwas aussieht, habe ich in einem weiteren Video erklärt, das ich Ihnen hier an dieser Stelle einblenden darf. Erlauben Sie mir zum Schluss noch ein paar persönliche Gedanken, die vielleicht generell für das Frühwerk Johann Sebastian Bachs gelten können, also für Werke, die im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts entstanden sind. Als zentrales Wort, Schlagwort, auch vielleicht eine Art Zauberwort oder Überschrift über diesem Frühwerk, könnte man das Wort Kontrast verwenden. Ich hatte vorhin schon
das Stichwort Stilus Fantasticus genannt, das von zentraler Bedeutung für diese Jugendwerke Bachs ist. Noch im Jahre 1739 schreibt der Hamburger Musikschriftsteller Johann Mattheson Folgendes. Also Johann Mattheson 1739. Denn dieser Stil ist die allerfreieste und ungebundenste Setz-, Sing- und Spielart, die man nur erdenken kann. Ohne eigentliche Beobachtung des Takts und Tons, also ohne den Rhythmus zu beachten und auch die Tonart, unangesehen dieselbe auf dem Papiere Platz nehmen. Also sie stehen natürlich da. Ohne förmlichen Hauptsatz und Unterwurf, ohne Thema und Subjekt, das ausgeführt werde. Also es findet überhaupt keine motivische Arbeit statt oder dass Themen verarbeitet werden. Das gibt es in diesem Stil eigentlich gar nicht. Bald hurtig, bald zögernd. Bald ein, bald vielstimmig. Bald auch auf eine kurze Zeit nach dem Takte, also in einem regelmäßigen Rhythmus. Ohne Klangmaße, doch nicht ohne Absicht zu gefallen, zu überteilen und in Verwunderung zu setzen. Das sind die wesentlichen Abzeichen des fantastischen Stils. Dieses Abwechseln, dieses Alternieren von freien, ungebundenen Teilen, also damit sind Fugen gemeint, ist für Präludien und Toccaten von Buxtehude, Vincent Lübeck, Georg Böhm oder dem jungen Bach eminent wichtig. Verwunderung und Überraschung gehören zu den zentralen Gestaltungsmitteln. Schon im Alter von 15 Jahren lernte Bach durch seinen Aufenthalt in Lüneburg von 1700 bis 1702 diese norddeutsche Musikkultur kennen. Große Orgeln mit voll ausgebautem Pedal, Arien und Lieder, die den Geist der Hamburger Oper atmeten, darf ich an dieser Stelle erwähnen. Insbesondere Georg Böhm, wie Bach aus Thüringen gebürtig, dann Cembalist der Hamburger Oper und seit 1698 Organist an der Lüneburger Johanneskirche, war für Bach zweifellos eine Schlüsselfigur und doch sehr wahrscheinlich auch sein Lehrer in Lüneburg. Bekanntlich wollte Bach etwas später seine Kenntnis dieses norddeutschen Stils vertiefen und reiste Ende 1705 nach Lübeck zu Dietrich Buxtehude. Und nochmal, ich kann es an dieser Stelle gar nicht oft genug wiederholen, im Mittelpunkt standen der rezitativische Gestus dieses Stilus Fantasticus und eine sehr ariose Melodik, wie wir sie aus Oper, Lied oder Kantate dieser Zeit kennen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Bach bei dieser berühmten Reise erneut in Lüneburg bei Georg Böhm Station gemacht hat und auch in Hamburg von Jan Adam Reinken, dem Organisten der Katharinenkirche, und auch Reinhard Kaiser, dem Leiter der damaligen Oper am Gänsemarkt, weitere Anregungen aufgenommen hat. Einen Niederschlag dieser Eindrücke dürfen wir in den zahlreichen Tempo- und Affektbezeichnungen im Frühwerk Bachs sehen. Als Beispiele besonders lehrreich sind zwei sogar im Autograph überlieferte Kantaten Bachs, nämlich »Gott ist mein König« aus 1708 und die Kantate »Aus der Tiefen rufe ich her zu dir« aus 1707. Für die Tastenmusik exemplarisch sind die sieben Manualita-Toccaten, aber auch die Schlussvariationen der frühen Choralpartita »Ach, was soll ich Sünder machen« sowie einige Choräle der Neumeistersammlung. Wie Sie eingeblendet sehen, gibt es in diesen Werken eine Vielzahl an sehr feinen Nuancierungen der Tempo- und Affektbezeichnungen, bei denen offensichtlich ist, dass es Bach ein Anliegen war, nicht nur generell zwischen einem langsamen und einem schnellen Tempo zu unterscheiden. Ein bekanntes Beispiel ist darüber hinaus auch die Choralbearbeitung »O Mensch, bewein dein Sünde groß«, die ja schon um 1710 entstanden ist und dann Eingang in das Klavierbüchlein gefunden hat. Mit der Bezeichnung Adagio assai, die Bach am Ende sogar mit Adagissimo nochmal verlangsamt. In der frühen Tastenmusik Bachs taucht zusätzlich oft der Begriff Passaggio für einstimmige Passagen auf, der ein klares Zeichen für einen freien, also quasi improvisatorischen, taktfreien Gestus ist. Ein Beispiel hierfür ist das Präludium in G-Moll
Bachwerkverzeichnis 535, auch das schon um 1705 entstanden, wo Bach diesen Begriff eigenhändig notiert. Kontrast ist also da tatsächlich das Zauberwort für Bachs Jugendwerke. Dazu zählt übrigens auch die ja so berühmte D-Moll-Toccata mit ihren zahlreichen Tempobezeichnungen. In diesem Sinne, viel Vergnügen mit der Toccata in G-Moll, Bachwerkverzeichnis 915.